Hallo zusammen, du bist der Klitus von Crown Crew und willkommen beim ersten Best of Black Ops Video. Und zwar ist das hier, was ihr jetzt gerade seht, meine allererste Black Ops Montage gsi, wo ein bisschen probiert, wie der Theatermodus funktioniert und das Game, wo wir sehen, spielt der Trapid. Macht uns 74-1, also ganz eine schöne Score. Weiterhin ist es aber so, dass ich nicht unbedingt das Gameplay jetzt nochmal kommentieren möchte, sondern es geht mir auch darum, euch noch recht herzlich auf dem neuen Crown Crew Kanal zu begrüßen. Es freut mich, dass ihr seid mitgekommen, dass ihr ihn gefunden habt und dass wir jetzt euch hier hochqualitative Videos kann präsentieren kann, die nicht irgendwie um Einschränkungen zu leiden haben, wie das auf dem Clitus Pirmin Account passiert ist. Ja, grundsätzlich geht es jetzt noch 4 Tage und er ist offiziell ein Modern Warfare 3 Release-Tag. Dann werden wir hoffentlich alle spätestens können zocken. Und ist jetzt heute sehr spannend gewesen. Um ca. 8:30 am Morgen habe ich gesehen, dass irgendwie so ein Microsoft Xbox Live Chef, was auch immer, hat auf Twitter durchgegeben, dass alle, die das Call of Duty Modern Warfare 3 schon haben, das auch online dürfen zocken ab heute. Ich habe mir gedacht, what the fuck, ich meine, hallo, das wäre ja einerseits ein bisschen Nachteil für die, die müssen warten bis zum offiziellen Release-Tag. Und andererseits möchte ich es halt schon gerne spielen, ganz ehrlich. Darum, wenn einer von euch irgendein Modern Warfare 3 zum Weitergeben hat und wenn ich das noch bis zum Sonntag oben würde bekommen, ich würde 200 Steine zahlen. Darum überlegt euch es und kontaktiert mich sonst mit einer YouTube-Message, falls es da was zu machen gibt. Wieder zurück zur Info von dem Xbox Live-Chef. Es ist dann lustigerweise, glaube ich, ein Stündchen oder zwei später die nächste Twitter-Meldung gekommen, wo er gesagt hat, nein, das stimmt nicht, man darf nicht spielen, sonst wird man blockiert. Und es sind dann auch schon erste Bilder auftaucht von Xbox-Accounts, wo sie gesperrt wurden, weil man mit dem Modern Warfare 3 schon ist online gegangen. Dort ist aber nur eine Sperre von 5 Tagen irgendwie gestanden, das heisst, die könnten dann ab Mitte nächste Woche auch wieder angehen. Aber wie gesagt, wenn man es schon hat, dann soll man doch gefälligst schauen, dass man das Wi-Fi deaktiviert, das Kabel rausnimmt, also keine Internet-Connection mehr hat. Und dann kann man sicher mal ein bisschen den Singleplayer-Modus ausprobieren und vielleicht auch ein bisschen Backups oder vielleicht verlangt das auch Internet-Connection. I don't know. Die Sache ist einfach die, wenn ihr verwünscht werdet, dann müsst ihr dann sicher mal ein Zeitchen warten. Jetzt, was auch noch wichtig ist, man hat ja immer wieder davon geredet, dass die, die früher online gehen können und schon leveln können, ja eigentlich einen unfairen Vorteil haben. Und dass man dann eigentlich denen ihre Statistiken am ersten offiziellen Spieltag wieder zurücksetzen. Das ist beim Black Ops schon gesagt worden, ist dann nicht gemacht worden. Und ich nehme jetzt an, dass das beim Modern Warfare 3 auch nicht der Fall wird sein, leider. Bedeutet einerseits natürlich der Vorteil, dass alle grossen Kommentatoren, vor allem aus Amerika, schon relativ gleich gute und informative Videos aufladen können. Andererseits, ja, sind sie halt einfach schon voraus. Und wenn es jetzt einmal ein bisschen wichtig ist, dort mitzuhalten, prestigemässig mitzuleveln, ist das einfach wirklich nicht fair. Aber wieso rennen? Freue mich primär darauf, dass es wirklich nicht mehr lang geht, bis das Teil rauskommt. Und in der Zwischenzeit hat einfach regelmäßig, wenn es dich interessiert, wenn ihr ein bisschen informiert sein, hier auf dem Channel vorbeischauen. Und dann, wenn es rauskommt, werde ich sicher einige Informationen herausdrücken, was für Waffen es gut sind, für was dass ich meine 3 Tokens investiert habe. Und euch so auch ein bisschen unterstützen. Wiederum ist es aber auch so, dass ihr ganz klar bei den grossen Kommentatoren schauen müsst, um die neuesten und aktuellsten Infos zu bekommen. Weil wie gesagt, so wie es bei mir aussieht, wird es auch erst am nächsten Dienstag losgehen. Dann aber richtig.
wie ich es vorhin angedeutet habe, ich habe mir das Ziel gesetzt, so schnell wie möglich in den ersten Prestige reinzukommen, das mal vielleicht ein bisschen nerdy-mässig zu tönen, aber die Idee ist eigentlich hier bei Crown Crew schon, sind ein paar Call of Duties eigentlich rum gewesen und bis jetzt hat man es noch nie so richtig können realisieren können. Und jobmässig habe ich im Moment die Möglichkeit, das zu machen und darum, wieso nicht? Ich meine, es ist mal flashig zu sehen, wie lange das man halt ja, braucht, wenn man es so schnell wie möglich arbeiten will. Man kann sich natürlich auch fragen, was bringt es, aber diese Frage kann man sich ja noch bei vielen Sachen stellen, was andere Leute machen, die man selber nicht so nachvollziehen kann. Mein Vorteil wird sein, dass ich möglichst rasch alle Waffen und alles Equipment werde haben. Ich kann durch das sicher auch viele Informationen bezüglich denen rauslassen und euch so dann wiederum auch helfen. Ja. Vielleicht die ein oder andere Knarre mit diesem oder jenem Zusatz Proficiency zu versetzen, um dann einen kleinen Vorteil zu bekommen. Gleichzeitig werde ich die Levels auch sehr schnell, sehr gut kennen. Durch das, dass ich so gut spiele. Und dann gibt es vielleicht auch dort mal irgendwie so eine Line of Sight, also eine Sicht, wo man irgendwie über ein Eckel in ein Fenster rein kann spienzeln oder so, wo dann auch im effektiven Fight von Vorteil ist. Weiter ist es so, dass schon die Emblems scheinbar sind rausgekommen, also geleakt, wie man ja so auf schön Englisch sagt. Und die sehen relativ simpel aus, eben wiederum Modern Warfare 2 Style. Aber ich bin schwer überzeugt, dass es da etwas Spezielles mal wird geben. Dass sie vielleicht auch wie im Black Ops nach dem letzten Prestige irgendwie noch etwas Abgefahrenes designt haben, wo man da reinhaben kann als Emblem oder Hintergrund oder was auch immer. Die Frage ist auch auftaucht gegenüber dem Robert Bowling oder Infinity Ward Community Manager. Wieso das eigentlich nicht die, die vom höchsten Prestige letztem Level sind, wieso dass die nicht irgendwie eine spezielle Waffe oder ein spezielles Perk bekommen. Aber ich finde, dort ist eigentlich die Antwort sehr offensichtlich. Es ist ja schon nett, wenn man belohnt wird, wenn man fürs Game zockt, aber es wäre eigentlich richtig fies, wenn dann die Leute, die das Game fast nicht spielen, wenn die sozusagen bestraft werden, wenn sie dann plötzlich mit den letzten Prestige-Jungs im gegnerischen Team auf sie treffen und irgendwelche Laserknarren oder so abgefahrene Sachen haben. Das würde das ganze Game auch ein bisschen unausbalanciert machen. Und das Balancing, also das heisst die gleiche Bedeutung von verschiedenen Fähigkeiten und Waffen und gleichzeitig eben auch die Möglichkeit, die dann mit anderen Fähigkeiten und Waffen zu kontern, ist eigentlich sehr wichtig. Und darum, wie gesagt, ist es eigentlich unsinnig, sich zu überlegen, wieso dass man im letzten Prestige nicht noch eine super Waffe bekommt. Also gut, jetzt sind wir hier schon relativ weit im Game. Der Trapid ist mittlerweile wieder mal in der Luft. Vielleicht habt ihr es gesehen, der glückliche Bastard hat im ersten Care Package einen Heim drinnen gehabt. Und zischt jetzt das mal wieder mit dem Yui hier übers Gelände. Und ich weiss nicht, wie häufig dass ihr euch hier die Jungle Map schon mal von oben hat angeschaut. Das ist einfach schon, das ist schon schön gemacht. Und, was natürlich das Allerschönste ist, es ist absolut offen, also es ist eigentlich nur der Sichtwinkel, wo er verunmöglicht, einen Gegner zu treffen, wo er gerade hinter einem Felsen ist oder so. Und mit dem Hind kann man sich dort besser platzieren, aber mit dem Yui hat es ja natürlich auch genug Gegner zum Abkassieren. Das wär's schon gewesen, hoffe die Infos haben euch etwas gebracht. Das Gameplay war hoffentlich auch unterhaltsam gewesen. Und ja, wir sehen uns wieder, macht's gut, schönen zusammen.